Leben im Auto. Einerseits schön, andererseits beschissen. Aber all das verliert an Bedeutung, wenn es plötzlich um alles geht. Nämlich um das Leben eines guten Freundes. Wie wollen wir leben? Die letzten 7 Monate hat uns diese Frage geleitet. Seitdem wohnen wir im Auto. Die vergangenen 3 Monate in den USA. Wir sind bei Freunden in Miami, Silvester feiern. Am Telefon meine Eltern in Deutschland. Ich muss ihnen noch beibringen, dass ich auch im neuen Jahr erstmal nicht nach Hause zurückkommen werde. Und zwar ist unser Plan jetzt, Mama, dass wir in Mexiko die beiden Bücher schreiben. Oh weia, meine armen Eltern. Sie sind zwar stolz, dass aus einer meiner Recherchen ein Buch wird und Fredi einen Roman schreibt, aber warum müssen wir das in Mexiko machen? Ja. Mein Argument, dass es schöner ist, im Warmen zu schreiben, überzeugt sie nicht. Einen Tag nach Silvester fahren wir los. Von Miami bis an die Grenze nach Mexiko sind es 3000 Kilometer. Eine Ochsentour. Ja, ich fahre jetzt auch, so wie ich es versprochen habe. Ja. Okay, nicht die ganze Zeit. Noch 500 Kilometer bis zur Grenze, bald geschafft. Wir machen Pause. Ein dringendes Telefonat mit Tuck. Erinnert ihr euch noch an Tuck? Das ist Fredis Freund, der uns vor 3 Monaten geholfen hat, unser Auto zu finden und umzubauen. Wir hatten versprochen, ihm das Auto zu schenken, wenn wir es nicht mehr brauchen. How does it feel? Oh, I'm jealous. Tuck und Fredi haben sich in den USA kennengelernt. 2016 hat Fredi dort zu Hobos recherchiert. Hobos sind Leute, die illegal auf Güterzügen durchs Land fahren. 25 Jahre lang hat Tuck auf den Gleisen gelebt. Ein Leben noch viel radikaler als unseres. Oh, good, good. How are you guys? Kurz nach unserer Abreise musste Tuck zum Arzt. Ständige Schmerzen in der Brust. Jetzt ist das Ergebnis der Laboruntersuchung da. Die Diagnose? Tuck hat Lungenkrebs und muss sofort mit einer Chemotherapie beginnen. Plötzlich sieht die Welt um uns herum zerbrechlich aus, so vergänglich. Und unser Trip nach Mexiko erscheint uns waghalsig. Wir sind jetzt nur noch wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Morgen früh fahren wir dann drüber. Wir haben leider viele Geschichten im Internet nachgelesen. Angeblich werden Touristen auf der anderen Seite der Grenze in Mexiko überfallen, kaum dass sie drüber sind. Ja, hoffentlich passiert uns sowas nicht. Ist ein bisschen nervös. Am nächsten Morgen um 6 Uhr, Grenzgebiet. Eine surreale Landschaft aus Beton und Stahl. Die Kamera müssen wir jetzt ausmachen. An der Grenze ist Drehen verboten. Yeah, wir sind in Mexiko! Yeah. Wir haben es geschafft! Wir gehören zu den wenigen, die nach Mexiko hinein wollen. Dafür ist die Schlange auf der Gegenfahrbahn gigantisch. So, jetzt bestimmt schon 2-3 Kilometer lang die Schlange, oder? Ja. Die Grenze zwischen USA und Mexiko ist eine der verkehrsreichsten der ganzen Welt. Während wir nach Mexiko reinfahren, marschieren tausende Migranten aus Südamerika in die entgegengesetzte Richtung. US-Präsident Donald Trump schickt Soldaten, verspricht seinen Anhängern, eine Mauer zu bauen. Wir fahren Richtung Pazifikküste und damit erstmal mitten durch den Norden, Kartellland, Gebiet der Drogenschmuggler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Fredi und ich haben definitiv zu viele Serien über die Drogenmafia geschaut. Wir können hier nicht ohne Herzklopfen durchfahren. Immer wieder begegnen wir der Polizei, Soldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag, Militärfahrzeugen. Wir gewöhnen uns daran.
Camping in Mexiko funktioniert übrigens super. Niemand findet es hier seltsam, im Auto zu übernachten. Überall sagt man uns, kein Problem, bleibt ruhig. 70 Kilometer. Jetzt haben wir die Wüste durchquert, Patricia, die Berge in Mexiko und jetzt sind wir gleich am Pazifik. 4000 Kilometer später. Je näher wir dem Wasser kommen, desto bunter und lebendiger wird alles um uns herum. Erleichternd. Tja, und jetzt sind wir am Strand, am Pazifik. Wir sind angekommen. Manzanillo. Heute Nacht campen wir zum ersten Mal direkt am Meer. Zwangsjacke. Und wie war die erste Nacht am Strand, Patricia? Was? Beschissen! Wieso denn? Es war sau laut, es war scheiß heiß und mein ganzer Körper war voller Sand. Es war alles im Bett. Ah, that's a life, huh? Mhm. Wir arbeiten da, wo andere von träumen, Urlaub zu machen. Mhm. Ja. Tja. Manches ist in der Theorie schöner als in der Wirklichkeit. So schlau sind wir inzwischen. Deswegen parken wir die Immer Essen zum allerersten Mal in einer Garage. Denn zum Bücherschreiben haben wir uns dieses Haus hier gemietet. 4 Wochen lang gehört es uns. Tada! Home sweet home, ja? Ja. Wohnzimmer. Arbeitszimmer, Riesenküche, einmal das Zimmer, die Schreibhöhle, das Malzimmer. Ja, Luxus pur. Unsere Tage in Mexiko beginnen nun wieder drinnen, aber bei geöffneter Haustür. Das Schöne daran, der Bäcker kann vorbeikommen. Wir arbeiten konzentrierter als im Auto. Also ich jedenfalls. So, ich bin fast fertig mit dem ersten Durchgang durch mein Buch. Es läuft eigentlich alles ziemlich gut soweit. Macht Spaß. Ich schreibe jeden Tag, wie ich geplant habe, ein Kapitel. Praktisch und fatal, wir haben wieder WLAN. Wie läuft's? Und Netflix. Das Auto macht Pause. Wir benutzen es gerade nur als Einkaufskutsche. Eine Sache in Mexiko ist für uns Europäer gewöhnungsbedürftig. Überall sind wir von Todessymbolen umgeben, ob in der Strandbar oder beim Einkaufen. Für die Mexikaner ist der Tod nicht der Gegensatz zum Leben, sondern ein selbstverständlicher Teil davon. Inzwischen sind 3 Wochen vergangen. Wir wollen mehr von Mexiko sehen und die Pazifikküste entlangfahren. Auf der Suche nach der besten Route hatte ich bei Reddit diese Frage gestellt. Schon mal jemand die Küste runtergefahren vom Bundesstaat Colima nach Oaxaca? Die Antworten? Würde ich an eurer Stelle nicht tun. Nein, mach das nicht. Wirklich eine schlechte Idee, bitte nicht. Ein sehr riskantes Spiel. Einer fragt, habt ihr von den beiden Australiern gehört, die für genau so einen Scheiß mit dem Leben bezahlt haben? Er meint einen Fall von 2015, als 2 Ausländer an der Küste überfallen wurden. Und in diesem Stil geht's weiter und weiter. Na bravo, und jetzt? Scheiß drauf.
Vamos. Ja, wohl oder übel. Nicht, dass wir so krasse Draufgänger wären, aber Mexiko bringt uns bei, dass nichts sicher ist. Kopfzerbrechen bringt nichts. Der Tod wartet auf uns alle. Klingt erstmal deprimierend, aber eigentlich ist es befreiend. Es geht weiter die Küste entlang, bis in den Süden Mexikos, nach San Agustinio, einem kleinen Ort am Meer. Und übrigens, gefährlich wird es nie für uns. Zwischendurch erreicht uns ein Lebenszeichen von Tuck. Seine Frau schreibt auf Facebook, dass ihm die Chemotherapie zu schaffen mache, er aber sein Bestes gebe, um den Krebs zu bekämpfen. Nach 6 Tagen Fahrt einen letzten steilen Abhang hinunter. Die Frage ist nur, ob wir da wieder hochkommen. Okay, jetzt sind wir erstmal einen Monat hier. Wir beziehen eine Hütte fast direkt am Strand. Eine Art Haus, aber ohne Haustür. Wow, der Blick ist geil. Ja, man muss sagen, es ist paradiesisch. An diesem Schreibtisch können wir dann also sitzen und schreiben und aufs Meer blicken. Wow. Nach ein paar Tagen merken wir sind hier nicht alleine. Wir haben jede Menge Haustiere. Die Vorzüge eines Wohnsitzes. Gestatten, Flecki. Ja, ich weiß, ein sehr kreativer Name. Unter der Küchenzeile wohnt Fleckis scheue Freundin Taco. Und in unserem Kleiderschrank dieser Kollege hier. Dann gibt es noch einen Kater, der regelmäßige Massagen erwartet. Dieses Pärchen schaut ab und zu vorbei. Und immer mal wieder tobt eine gigantische Ameisenherde durchs Haus. Und dann gibt es noch den ein oder anderen Zaungast. Wir leben nun nicht wirklich drinnen, aber auch nicht komplett draußen. Wir entdecken irgendetwas Drittes. Zwischen Wohnen in einem Haus und Wohnen in einem Auto. Und wir finden es großartig. Und wie läuft's hier mit der Arbeit? Ja, ich glaube, jetzt kommt es endlich zusammen. Gerade knacke ich eine Nuss nach der anderen und ich glaube, es wird gut. Ich habe halt zum ersten Mal das Gefühl, dass was werden kann. Ja. Ist schon mal besser irgendwie. Ich weiß nicht so richtig. Ja, die Grundsache ist da, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das hinbekomme, dass es auch ein Buch ist, auf das man Bock hat, dass es Spaß macht, es zu lesen, weißt du? Trotzdem, insgesamt fühlen wir uns absolut angekommen. Das könnte jetzt alles erstmal so bleiben. Doch eine Nachricht aus den USA setzt das Thema Aufbruch wieder auf die Agenda. Und was sagt Tuck? Ja, der Krebs breitet sich aus. Scheiße. Er ist jetzt auf der Rückseite der Lunge und ab Montag kriegt er irgendwie noch stärkere Medikamente. Scheiße. Und er meint, er gibt nicht auf und er will gern das Auto ab. Hat er gesagt? Ja. Echt? Ja. Hat er sich dann auch so dran erinnert, oder was? Ja. Was hat er da genau gesagt? Ich habe ihn gefragt, ob er es noch haben will und er sagt, shit, ja. Yeah. Das Versprechen von damals, Tuck irgendwann mal unser Auto zu schenken, wird nun zu einer dringenden Mission. Wenn wir unsere Bücher fertig haben, wollen wir zurück zu ihm nach Minneapolis, zum Ausgangspunkt unserer Reise. Ich frage mich, was wir machen, wenn wir hier wieder zurück nach Deutschland fahren und wie es dann so weitergeht mit unserem Autoleben.
ob wir überhaupt weiter Autoleben machen. Würde ja bedeuten, wir müssen uns ein neues Auto dort kaufen. Ein gutes Auto ist ja auch nur eine Option von vielen inzwischen irgendwie. Das sind halt gerade Vagabunden. Na, ja, und ich hatte Lust, das Vagabundenleben weiterzuführen. Nur die Frage ist, wie? Wir nehmen diese Frage wieder mit ins Auto, durch die Berge ins Landesinnere nach Oaxaca City. Nach 2,5 Monaten am Meer sehnen wir uns nach dem Trubel einer Stadt. Entdeckung für uns, Elotes. Maiskolben wie eine Stulle mit Mayo beschmiert, dann in Käse gewendet und anschließend kommen jede Menge scharfsaure Gewürze drüber und Chilisoßen. Auch hier mieten wir uns eine Wohnung. Unser Auto steht im Garten davor. Ich benutze es jetzt als Büro. Es ist Ostersonntag und ich sitze im Auto, 8 Uhr morgens, und schreibe an meinem Buch. In 5 Tagen muss ich abgeben. Endspurt. Und? Fertig. Glaubst du es? Ich bin endlich fertig. Und jetzt schicke ich es ab. Das ist so krass. Geschafft. Und damit heißt es für uns aber auch Abschied nehmen. Tschüss, Oaxaca. Schön war's in Oaxaca. Ja. Es geht zurück durch fast ganz Mexiko. 3800 Kilometer bis nach Minneapolis, bis zu Tac. 10 Tage brauchen wir für diesen Trip. Anstrengend, aber problemlos. Auch der Grenzübergang geht für uns Europäer relativ schnell. Und plötzlich sind wir wieder in den USA. Kurz vor Minneapolis machen wir Halt für die letzte Nacht. Morgen sind wir bei Tac. Was ist, wenn einer von uns stirbt? Was machen wir dann? Ich meine, wir haben so viel, was dann eigentlich zu regeln ist, und wir haben überhaupt nichts geregelt. So, was mit meinen ganzen Konten, was mit meinen Tagebüchern, was ist mit dem, dies, das und das, ist alles in der Schwebe. Und es kann ja passieren. Gestern wurden wir fast von einem Bus irgendwie umgenietet auf der Gas. Ja, das stimmt. Ich habe keine Verfügung über dich. Ja, wenn einer von uns im Krankenhaus liegt, kann der andere gar nichts machen. Ich meine, weißt du, wie ich beerdigt werden will? Wahrscheinlich eine große Party. Weiß nicht, wie du beerdigt werden willst. Was denkst du? Ah, du willst nicht so viel Pumpe. Du würdest dich freuen, wenn ich einen Baum für dich pflanze. Mhm, finde ich schön. Au! Vielleicht sterben wir auch gemeinsam, weil wir so viel Rauch einatmen. Ich fasse es nicht, dass wir jetzt wieder hier in der Straße sind. Ja, als wir weggefahren sind, waren alle Blätter gelb. Ja, jetzt sind sie alle hellgrün. Wir hupen, denken, Tac kommt raus, um sein Auto in Empfang zu nehmen. Aber Fehlanzeige. Am Telefon war er noch sein altes, sarkastisches Selbst. Aber jetzt sehen wir, es geht ihm sehr schlecht. Wir wollen ihn nicht filmen. Er ist so schwach, dass er sich nicht einmal das Auto ansehen kann.
Insgeheim haben wir wohl gedacht, das Auto sei eine Art Opfergabe an den Tod. Als würde es Takt danach automatisch besser gehen. Aber das Auto ist jetzt total egal. So, das ist der letzte Morgen in der MAS. Freddy holt gerade einen Kaffee. Jetzt können wir zum letzten Mal gemeinsam im Auto Kaffee trinken und dann war es das. Da müssen wir zum Flughafen und die MAS zurücklassen. Ja, unser letzter. Ein letzter Blick. Bye bye, immer essen. Und wie geht es jetzt mit uns in Deutschland weiter? Haben wir jetzt erstmal ein WG-Zimmer genommen. So Zwischenmiete. Ja, mein Zimmer. Ich schneide jetzt den Film, den ihr gerade anschaut, und nehme dann eine Recherche aus dem letzten Jahr wieder auf. Und was treibt Freddy? Der richtet sich gerade eine verfallene Hütte im Wald her. Ein neues Kapitel beginnt. Wie es weitergehen wird, keine Ahnung, aber irgendwas ist ja immer.